Oh, for fuck's sake, die Aliens sind wirklich erbarmungslos bei mir gerade. Hab Erbarmen. Nö. Ultraschallzaun wäre vielleicht mal nicht schlecht. Auf Dauer gesehen. So, werden sterben jetzt. Nein. Wieso halten sich die Aliens einfach nicht mal so an Ländergrenzen? Das wäre eigentlich die Idee. Weißt du, Alien halten sich an Ländergrenzen. So müssen dann auch offene Grenzen. Das wäre zumindest was für Affinität, Harmonie. Da hätte das was. Würde eine Menge Sinn machen. So, auf Stufe 11. Die Operation, oh, das habe ich noch nie geschafft. Wurmangriff. Das will ich mal sehen, das wäre geil. Noch nicht? Ich habe schon einmal in einem Spiel 4 Würmer gekillt. Nee, nein, nicht Würmer killen, sondern die Operation Wurmangriff. Geheimagent in der Stadt. Ah ja, mhm. Das ist natürlich was Kompliziertes. Übrigens, auf diese Art und Weise kannst du auch eine schmutzige Bombe legen, die das Äquivalent der Atombombe ist. Was? Muss ich austesten? Ja. Ich habe noch nie einen blöden Startstreich geschafft. Noch nie, weißt du? Immer. Echt? Nee, nie. Ich habe einmal so gewonnen. Diese blöden KI-Leute, weißt du, immer so, oh, jetzt setze ich da mal einen Agenten hin und oh, Startstreich. Lala. Und ich denke mir immer nur so, okay. Ja, du musst halt die ARG spielen, sonst hast du da mehr oder minder keine Chance mit der Taktik. Bis jetzt haben das alle außer die ARG, also die KI-Leute. Einmal war das die Franco-Iberia, wo ich so dachte, wow, warum wird denn jetzt auch immer Start? Ja, du hast halt immer zu spät das Netzwerk erforscht. Nein, da war ich eigentlich immer fast einer der Ersten. Dann machst du irgendwas falsch. Ich weiß, irgendwas. Oder immer so kurz bevor man das machen kann, auf einmal dann geht wieder die Intrigestufe runter. Mhm. Wäre bei mir aber bestimmt auch so als Gegner. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was zu tun ist. Nein. Greift nicht meine Stadt an. Es ist doch noch ein Außenposten. Apropos Außenposten, da muss ich mich auch noch drum kümmern, gerade mal. Nein. Puh. Nicht mein Außenposten. Also einholen kann ich dich wahrscheinlich nicht mehr, Blackie. Aber überholen. Nein. Ja, genau. Nein. Ich kann wahrscheinlich, sagen wir mal, den Abstand möglichst gering halten. Also ich hoffe, dass ich den Abstand jetzt nicht noch weiter vergrößere. Ja, vergiss mal nicht, dass, wie gesagt, dadurch nicht irgendwer gewonnen oder verloren hat. Ja. Durch die Punkte, weil aber abgesehen davon sehen. Sind eh nur noch 9 Runden. Ah, er will das Blut sehen. Er spült schon das Blut zwischen seinen Lippen. Ach so, deshalb konnte ich keinen bauen. Kaufen, weil ich so wenig Geld habe. So, hä, was ist denn eine Einheit drin? Deshalb kann ich die nicht kaufen oder so? Nein, die kann ich nicht kaufen, weil sie nicht genug Geld haben. Ah, es ist Energie, ich weiß. Ich weiß. Dumm von mir. So, wie sieht's aus? Das verbindet, dann machen wir. So, jetzt noch irgendwas Gescheites. Kultur, die sie erzeugen. Oh, das ist doch schon mal nicht schlecht. Vielleicht wäre ich dann noch halbwegs rechtzeitig fertig mit dem Schmarrn da. Ich würde noch gerne ein Wunder bauen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wahrscheinlich nicht. Weil wir haben nur noch 8 Runden und ich brauche noch 5, um es zu forschen. Was? Ich glaube nicht. Ja, das wird nicht mehr hinhauen. Egal. Hauptsache, ich hab's versucht. Just try it. Try it hard. Zwischendurch noch einen Handelsweg raushauen. Ist auch eine feine Sache. Naja, gut. Dann weiß ich jetzt wenigstens, dass ich Franco-Riberia nicht mehr spiele. Was? Das ist ja auch schon mal was. Aber sie haben noch so eine schöne Anführerin. Ich spiele lieber die Asiaten. Die haben auch eine hübsche Anführerin. Eine hübsche alte Anführerin. Sind die nicht alle alt? Weiß ich nicht. Nicht wirklich. Oh ja. Jetzt probiere ich es nochmal, ob ich das Gebäude kaufen kann. Nein. Sie haben das Handelslager aus dem Kaufmenü rausgenommen. Grundlos. Ich meine, wenn man sich ein Handelslager nicht kaufen kann, was kann man sich denn dann bitteschön kaufen? Das ist doch der Inbegriff des Geldes. Ich kapiere das nicht. Keine Ahnung. Oh Mann, ich fürchte, mein Plan wird wieder nicht aufgehen, verdammt.
Die dachten sich so, Abstand wird immer größer. Just try it. And say no. Oh nein, wetten, wenn die Stadt gewachsen ist, wird erstmal... Die haben da keine Nahrung. Fuck. Die werden verhungern. So, Handelsschiff kann ich... Sag mal, wie viele Monster sind denn da? Monster? Ja, Aliens. Du bist auch einer, Aliens als Monster zu bezeichnen, also wirklich. Okay. Die armen Viecher, die sind jetzt voll verstört. Ja, und sollten am besten weggehen. Können sie ja zu dir gehen, du als Alien-Freund. Monster-Freund. Wie willst du eigentlich eine Gesellschaft aufbauen, wenn du die Aliens so hast? Auf einem neuen Planeten. Das nennt sich Reinheit. Ich meine, das ist ja nicht unsere. Ja, genau. Oh, so wie bei meinem ersten Spiel. Ich habe Terraforming erforscht, baue alles voll mit diesen Terraforming-Landschaften und merke dann erst, dass es Energie kostet. Oh, ich habe keine Energie mehr. Ja, Terraforming ist nicht so die geile Idee manchmal. Aber sieht gut aus. Das stimmt, das stimmt. Kann ich so vielleicht irgendwas erreichen? Schauen wir mal. Wenn ich jetzt alles auf Forschung umstelle, so schnell wie möglich, kriege ich dann vielleicht eine Runde geschenkt oder so. Das hätte was. Der Riesenkillerwurm bewegt sich zu Nobis. Tschüss! Nein! Ach, ich glaube, den kenne ich schon. Warum, der ist mal bei mir schon wieder abgehauen. Hallo, geh weg, okay. Tschüss. Tschüss. Dieser Wurm ist mir aus irgendeinem Grund unsympathisch. Ich kann meinen Finger noch nicht ganz drauf legen, aber ja. Hallo Wurm, hallo. Da ist es auf jeden Fall. Sumpf und Fluss. Ah ja, da brauche ich mir noch ein paar Runden. Gott, schade, das bringt dass alles nichts. Flüsse so unnötig geworden sind. Achso, dass sie einen Energie bringen. Ich meine, vorher konnte man immer noch Gebäude dafür bauen. Wasserrad. Was? Ja, du kannst keine Gebäude. Achso, das meinst du mit vorher? Ich dachte vor dem Update. Nein. Ja, also, dass die zwei Spiele sehr unterschiedlich sind, Civilization 5 und Civilization Beyond Earth, das war ja wohl jedem klar. Ja, aber wieso kann man nichts mehr für die Flüsse machen? Ich mag Flüsse. Ich finde, dass die so gut sind, wie sie sind. Flüsse waren vorher viel zu overpowered. Ist doch Quatsch, ich meine, wenn du nicht an dem Fluss startest, hattest du früher mehr oder minder keine Chance. Das war auch gut so. Nein, das war Bullshit, weil dann war ab der ersten Runde entschieden. Dann war ab der ersten Runde entschieden, wie das Spiel ausgeht, das ist doch blöd. Mal ganz ehrlich. Ja, toll. Jetzt kann ich natürlich in meiner neuesten Stadt, Njeftin oder wie auch immer die heißen mag, kann ich natürlich jetzt keine Handels-, also ich kann mein Handelsfahrzeug, was ich gerade gebaut habe, dort nicht hinschicken, weil es da noch kein Handelslager gibt. Oh. Das ist natürlich klasse. Also wirklich fantastisch. Und handeln kann ich mit der Stadt auch nicht. Nein, ich voll Idiot. Mein Bautrupp ist weg. 21. Da. So, ihr heilt euch und ihr geht einfach mal zwei Schritte vorwärts. Oh ja. So, Projekt stoppen. Nochmal Xenomassebrunnen bauen. Sag mal, was ist denn hier los? Wollen jetzt alle ihr könnt ruhig stehen? Alle sagen, was ihr gerade macht. Ich mach keine Straße und jetzt stirbt ihr bestimmt gleich der Bau drum. Eine Straße, das ist direkt mal eine gute Idee, wenn nicht gerade alle meine Bauleute beschäftigt wären.
Ich habe alle Straßen schon fertig und eine neue Stadt kriege ich in der Zeit eh nicht mehr aus dem Boden gestampft. Ich habe gerade eine gegründet. Tada! Also ich werde das Spiel mit 4 Städten beenden, das bleibt dann so. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Und 2 Außenposten. Ich hätte auch 5, wenn am Anfang nicht irgendwann mein Siedler gefressen worden wäre, mein Kolonista. Welcher Siedler? Ich will kein Siedler mehr sein. Okay. Ja, genau. Flippin' Aliens da. So, die greifen immer noch meine Stadt an. Am Schluss habe ich jetzt echt noch den wirsten Wirrwarr gemacht. Ich habe jetzt von jeder Affinitätsstufe 1. Oh, ich habe 3 auf Vorherrschaft. Ich habe 3 auf Harmonie. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich glaube, ich kriege jetzt noch... konzentriert auf eine Sache. Oh, ich glaube, ich habe... ich habe sogar noch einen Punkt auf Harmonie, aber nur um dieses scheiß Miasma wegzubekommen. Ja, und sonst, ich glaube... Eine Runde fehlt mir, um das verdammte Wunder fertig zu bauen. Es ist so weit. Wenn du mir sagst, welches Wunder, dann kann ich dir sagen, ob du damit Erfolg gehabt hättest oder nicht. Generalkontrolle. Das habe ich in 2 Runden fertig. Verfickter Zugenäht. Ah, ich habe gewusst, dass ich das früher hätte machen sollen. Naja. Eine Runde noch, dann habe ich das. So. Egal, ich lasse es jetzt einfach trotzdem weiterbauen. Weil es so schön ist. Weil nichts anderes Sinn macht. Wieso? Alles andere macht mehr Sinn als das, weil das unnötig ist. Aber naja, du kriegst dafür immer Nein, Energie. Wir haben noch 2 Runden, also... Macht es Sinn, nichts mehr zu machen? Einfach sich zurückzulegen. So, genau. Erkennt mich. Okay, du weißt. Ich meine, punktetechnisch habe ich sowieso keine Möglichkeit mehr. Tatsächlich, ja. Das ist mir weggebaut, nur sowas. Tüdeltütü. Dafür kann ich noch einen Wert einführen, das ist doch noch was Schönes am Schluss. Und alle verkackten Aliens greifen jetzt meine Stadt an. So, jo. Nicht nett, Aliens. Nicht nett. Das interessiert die kein Stück, ob die zu dir nett sind oder nicht. Oh. So, vorbei. Und? Warum hast du trotzdem gewonnen? Ich verstehe das nicht. Es gibt keinen Rundensieg, hieß es. Zeitsieg! Ja, könnt mich! Wir dachten, wir wären unbesiegbar. Wir die dunkelste Stunde der Erde, bla bla bla. Wir haben uns geirrt. Ich weiß, sie liest es bei mir vor. Ah, Gott, ja. Wir nur zu überleben versuchten und euch dieses Überleben größer erreichen wollten. Ah, Mann. Wie traurig. Okay. Na gut. Dann war's das dieses Mal mit Civ 5. Civ 5? genau. Ja. Auf Civ 5, die Fortsetzung. Dum, dum, dum. Nein, das war Beyond Earth und ihr seht mich noch, auch bei der Gaming Galaxy weiter. da spielen wir allerdings zusammen anstatt gegeneinander. Zusammen. Ja. In a Team. Auch mal eine Möglichkeit. Ich weiß es noch nicht mit Sicherheit. Vielleicht spielen wir die nächste Runde auch gleich wieder Civ Beyond Earth, weil sich einige aus dem kleinen 3-Netzwerk das Spiel auch geholt haben. Tada. Da würde ich mich jetzt schon drauf freuen. Mhm. Also Leute, Servus, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ich hab doch gesagt, ich komm. Ah, scheiße, der schmeißt noch andere Granaten. Hörst du mal auf damit. Jetzt komm, lass uns Billard spielen. Okay. Billard spielen ist cool. Killt er dich? Ah, scheiße, bleiben. Das brennt. Ah, bist du wahnsinnig, du Irrer. Oh. Du hässlicher, du Dreckiger, du Spaß. Du Elendiger. Es geht ab mit euch.